Ach, wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Let's Play FIFA 18 Ultimate Team. Für euch ist das jetzt schon die erste Folge zur nächsten Weekend League. Für mich noch nicht ganz, weil ich jetzt hier das so machen werde, dass ich jetzt schnell die Packs aufmache, also meine Belohnung abhole von der Weekend League und dann die Aufnahme wieder beende und dann die nächste und dann quasi den Teil, den ich jetzt aufnehme, an die nächste Aufnahme von ran mach, wenn ich dann die zwei Spiele wieder spiele, weil es jetzt noch nicht da, also ich kann jetzt auch keine Weekend League zocken, es ist jetzt noch donnerstags Nacht oder Freitagmorgen, wie auch immer. Aber ich will mir noch, bevor ich die Weekend League spiele, will ich mir noch drei neue Spieler kaufen. Welche verrate ich natürlich noch nicht und da brauche ich aber jetzt auf jeden Fall die Coins. Und ich überschlag gerade mal im Kopf. Ich habe nämlich blöderweise komplett verpasst, mir die Spieler zu kaufen, als die Weekend League Belohnungen gerade rausgekommen sind. Da machen alle Packs auf und dann ist es immer am billigsten. Deswegen muss ich mir die jetzt so kaufen. Und ich habe mal geguckt, ich bezahle insgesamt wahrscheinlich 50, 70. Welcher ist der dritte Spieler im Moment? Der dritte Spieler ist nochmal 15, glaube ich. Also, ich rechne mal so grob mit 85.000 und ich habe jetzt nur 76.000, aber ich gehe mal davon aus, egal wie scheiße die Belohnungen sind, egal was für Karten drin sind, es müssten auf jeden Fall noch knappe 10.000 Coins aus den Spielern rauskommen. Ich habe auch noch ein paar Spiele auf dem Transfermarkt, die ich verkaufen kann. Deswegen, und ich habe dann theoretisch, aber also, oh, mir fällt gerade ein, ich habe sogar noch zwei Informs, die ich verkaufen könnte. Ja, okay, ich bräuchte die Packs gar nicht, ich komme auch ohne die. Ich müsste auch ohne diese Belohnungen, die hier drinnen sich befinden, müsste ich trotzdem auf meine 85.000 Coins kommen, wenn ich die Informs verkaufen würde. Aber es hat den Vorteil, ich muss dann die Informs wahrscheinlich nicht verkaufen. Das heißt, ich kann sie als Wertanlage weiter im Verein halten. Und jetzt machen wir mal das erste Pack auf. Oh, es glitzert. Achso, deswegen im Screen bestimmt so. Oh, Leinwandspieler, also mindestens 83er. Monaco LM. Ah, Le Mans ist auch nur ein 83er, kein höherer, schade. Aber der ist echt schnell, der ist nicht schlecht, weil ist er noch ein bisschen was wert, ich weiß es nicht. Am Anfang war da bestimmt viel wert, jetzt wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel. Le Mans, schauen wir mal. 3,8, 3,7, oh, ist noch ein bisschen was wert. Ich stelle jetzt nicht drauf, ich mache das dann in Ruhe. Ich packe den einfach auf die Transferliste dann mit allen anderen, logischerweise. Ich will jetzt nur nachschauen. Bei den Interessanten, es ist keiner mehr interessant, leider. Was, Benaglio ist zu Monaco gegangen? Schon als zweiter Torhüter oder so, aber das habe ich gar nicht gemerkt, krass. Okay. Ja, den Silberspieler schauen wir noch nach, weil da kann man es immer nicht einschätzen. Die anderen mache ich dann abseits der Aufnahme, wenn, wie gesagt, das nicht so lang wird. 400, ja, das lohnt auch nicht. Das heißt, wir können alle auf die Transferliste packen, außer den wir doppelt haben, den müssen wir verkaufen. Boruk. Der wird wahrscheinlich nichts wert sein. 550. Ja, den können wir also reinstellen für 400 und 450. Da kriegen wir da vielleicht los. Und jetzt das große Pack. Come on, baby. Let it rain one time, please. Wenigstens, also ich will mindestens wieder einen Leinwandspieler haben. Come on. Mindestens ein Leinwandspieler muss drin sein. Kein Leinwandspieler? Oh nein! Baumann, 82er. Oh, das ist bitter. Im kleinen Pack einen Leinwandspieler drin gehabt, wenn auch nur ein 83er und jetzt hier. Ach, scheiße, Mann. Ach, es ist ärgerlich. Ich war halt leider auch nur Gold 3, ne? Das ist halt ein bisschen blöd. Der ist halt auch nichts mehr wert. Es gibt zu viele gute Torhüter in der Bundesliga. Ja, 850, Abstoß, war so klar. Lanzini, der ist vielleicht noch was wert. 2,4, 2000, ja, mehr als Abschlusspreis, 1,7, aber den können wir auf die Transferliste packen. Oh, Gulam, da haben wir doch die nicht, da haben wir doch die Inform. Mal gucken, was die Nicht-Inform wert ist. Ist die noch was wert? 850, ist es der Ernst? Oh, Abstoß, scheiße. Und das sollte es schon wieder gewesen sein. Oh, seltener Silberspieler. Vielleicht haben wir da nochmal Glück. 5-4. 4-4. Geil. Das heißt, wenn ich ihn anbiete für 4-1 und 4-2, das ist natürlich richtig geil.
Sehr geil. Den bekommen wir bestimmt los. Nice. Mir fällt gerade auf, ich könnte den eigentlich 12 Stunden draufsetzen, weil ich jetzt dann schlafen gehe. Oh, Jürgen Klopp, sehr gut. Und noch in Spanier. Das habe ich ganz vergessen. Ich hatte mir letztens sowieso ein paar nicht seltene Goldtrainer geholt, Goldmanager, um hier meinen Vertragsbonus zu bekommen. Mal gucken, ob Klopp noch was wert ist. Das ist bestimmt beliebt, denke ich mal. 4000, wow, 3,5, geil, das ist noch richtig was wert. Na, dann behalte ich den logischerweise nicht, weil das Lustige ist bei den Trainern, man braucht ja immer nur einmal im Verein. Das heißt, die sinken halt, 2,8, okay. Die sinken halt irgendwann massiv im Preis, aber selbst für 2000, selbst wenn er 1000 wäre, wäre natürlich noch verkaufen. 2,4. Ich denke, wenn ich ihn für 2000 reinstelle, sollte ich ihn losbekommen. 2,4 war das Billigste. 4. 2,4 nochmal. Nochmal 2,4. Ja, stell ihn für 2,2 rein. Nice. Das Pack ja gar nicht mal so schlecht. Auch wenn ich jetzt unzufrieden bin, dass ich hier keinen Leinwandspieler hatte. So. Die Spieler sind nichts wert, die nicht seltenen Trainer, den packe ich im Verein. Die Fitness geht natürlich mit auf die Transferliste. Ist eigentlich dieses alle Heilung, ist das irgendwas wert? 700, 600, 500, 5, da war was von 500, okay, 400 vielleicht. Ich glaube, bei 400 verkaufe ich es trotzdem noch, das braucht man eh nicht, oder ich brauch's nicht. So. LAV zu LV braucht niemand, das kann ich wahrscheinlich verkaufen oder lass einfach Verein, wie auch immer. Ach, ich stoße einfach ab, komm, scheiß drauf. Mittelstürmer zu Stürmer, das könnte ich selber gebrauchen, behalte ich mal, das braucht niemand. Oder, wir gucken mal nach. Ah, es hat auf Garantie nichts wert sein. Ja, aber klar. Trikot, Huddersfield, wird auf Garantie auch nicht mehr wollen. 200, dachte ich mir, behalten wir einfach. Okay, jetzt erstmal alle auf die Transferliste, was wir nicht in den Verein packen wollen. Hatte ich Lanzini nicht nachgeschaut? Da war es wert, ne? Genau. Rest im Verein, da war es das jetzt schon für den ersten Teil. Für euch geht's. Ach nee, Quatsch, Jensen noch. Für euch geht's ja aber auch gleich weiter, weil, ja, das ist dann einfach ein Schnitt und dann geht's halt weiter für euch. Für mich nicht. 450 vielleicht. Aber ich glaube, damit. Moment, das war das Billigste. 300. Ja, dann machen wir einfach mal 350, 400. Ja, für mich jetzt nicht. Das heißt, ich brauche jetzt nicht sagen, bis zum nächsten Mal oder so. Für euch geht's ja gleich weiter. In diesem Sinne, bis gleich. Und das Schöne ist, dass ihr dann ja auch gleich erfahrt, in der Folge jetzt noch, was für drei Spieler ich mir kaufe. Entweder habe ich sie dann schon gekauft, falls ich sie als Schnapper gesehen habe, oder ich kaufe sie dann, wenn ich sie noch nicht habe, in der Aufnahme. Das werdet ihr dann sehen. Also dann, bis gleich. Tschüss. Wunderschönen guten Morgen oder so ähnlich. Für euch ist es ja noch der gleiche Tag, also die gleiche Aufnahme. Ihr seht ja jetzt noch nach dem Schnitt quasi den nächsten Teil. Für mich ist es ein neuer Tag und ich habe ein paar neue Spieler, aber es gibt auch noch einen Spieler, den ich kaufen möchte. Der kostet aber so irgendwas zwischen 25 und 27.000 und wir haben ja erst 18. Deswegen warten wir jetzt einfach mal das erste Spiel ab und dann gucke ich mal, ob noch ein paar Spieler von mir verkauft wurden. Ansonsten, ja, müssen wir halt warten mit dem Spieler. Ich habe trotzdem, glaube ich, insgesamt vier neue Spieler, die ich euch gerne zeigen werde. Und zwar habe ich mir einmal, wir müssen eh mit der anderen Mannschaft spielen, aber egal. Ich habe mir einmal Werner gekauft, den ich ja unbedingt mal probieren wollte. Und ich habe einfach gemerkt, okay, in Form Icardi und auch davor Icardi macht einfach so viel geilere Tore, so viel mehr Tore als Volland. Deswegen wollte ich dann doch mal Werner probieren. Ich habe auch bisher nur Gutes gehört von ihm. Mit dem spielen wir mit dem Chemistry-Style Marksman, was Dribbling, Schuss und Füße verbessert. Sollte ich merken, dass mir ein guter Pass bei ihm fehlt, dann würde ich ihm Maestro geben, Dribbling, Schuss und Pass statt Physis. So spielen wir ihn jetzt erstmal.
mit dem Physis-Boost. Ich bin gespannt, wann er sein erstes Pace-Tor schießt und wie viele Pace-Tore wir insgesamt mit ihm schießen, also generell mit ihm schießen werden. Dann Tolisso, der hier leider ZOM ist. Ich habe beim Kaufen nicht gemerkt, dass er ZOM ist statt ZDM. Ist aber auch nicht so schlimm, weil er war relativ preiswert für seine Verhältnisse. Und ich habe mir auch schon die Positionswechselkarten gekauft. Ja, Tolisso für Hector, weil Hector ist zwar ganz okay, aber er ist halt nur ein 80er. Und von was Tolisso angeht, habe ich bisher auch eigentlich nur Gutes gehört. Und ZM zu ZDM. Nur Gutes gehört und deswegen wollte ich ihn unbedingt mal spielen. Mit Shadow drauf hat er auch ziemlich geile Werte. Er hat auch einfach sehr ausgeglichene Werte durch seine. Was heißt durch seine? Er hat einfach sehr ausgeglichene Werte, ein gutes Tempo, ein schönes Dribbling, schöner Schuss, schöner Pass. Und Defense, Physis ist auch gut. Und jetzt mit Shadow wird halt Pace und Defense geboostet. Dann haben wir noch als dritten neuen Spieler. Moment, hier wollte ich mir nochmal seine Scorerwerte angucken. 28 und 9, okay. Als dritten neuen Spieler haben wir eine neue Inform für Zuber. Das heißt, wir müssen leider die Hoffenheimer Truppe da kaputt machen. Und zwar Inform Brand. Nice. Inform Brand, den spielen wir. Der hat zwar einen schlechteren Distanzschusswert, aber ist insgesamt der bessere Spieler im Vergleich zu Zuber. Und dem möchte ich als Chemistry Style Engine geben, was Tempo Dribbling Pass verbessert. Ich würde zwar auch ganz gerne seinen Schuss verbessern, aber ich will ihm nicht Hunter geben, was nur Schuss und Tempo verbessert. Und ich will ihm auch kein Hawk geben, was Tempo, Schuss, Physis verbessert. Das bringt mir einfach nichts. Am besten wäre halt Tempo, Schuss, Pass oder Tempo, Schuss, Dribbling. Aber nur Tempo und Schuss will ich nicht verbessern. Das, ja, ich schieße eh nicht so viel mit ihm. Deswegen, nee, danke. Und das war's mit den neuen Spielern. Einer soll noch dazukommen, aber da brauchen wir noch ein bisschen Kohle. So, ach nee, Quatsch, ich habe mir noch einen neuen Wechselspieler gekauft und das ist aber jetzt auch schon ein paar Tage her. Und zwar Alessandrini, der hat halt unglaublich krasse Werte und ist dafür sehr billig gewesen. Nur 20.000 hat er gekostet, 93 Tempo, 85 Dribbling, 85 Schuss, 81 Pass, 75 Physis, unglaublich, seine Ingame-Werte sind noch krass. Stellungsspiel 81, Abschluss 82, Schusskraft 91, Fernschüsse 83, Volleys 85, dann Flankenwert ist gut, kurzer Pass, langer Pass ist nicht ganz so gut, aber ist noch okay. Und wir haben ihm auch Maestro gegeben, was den Pass nochmal boostet, was den Schuss boostet und das Dribbling. Also Ausdauer 87, das ist einfach mal der perfekte Leihspieler. Ist zwar ganz schön krass jetzt, vor allem gerade noch am Anfang, 20.000 für einen Leihspieler auszugeben, aber den wäre ich, für einen Leihspieler, sorry, 20.000 für einen Einwechselspieler, nicht für einen Leihspieler. Aber den werde ich wahrscheinlich so schnell nicht aus der Mannschaft nehmen. Und der wird wahrscheinlich ziemlich lange mein oder ein Wechselspieler für die Flügel sein. Ach, das war's auch noch nicht mit den neuen Spielern. Khedira habe ich ja noch gekauft. Ach Mann, gar nicht mehr dran gedacht. Stimmt, Scream of the Week, Khedira habe ich gekauft für die Calcio A-Mannschaft. Ach, jetzt habe ich wieder so einen scheiß Wackelkontakt auf meinen Kopfhörern drauf, ey, zum Kotzen. Ich höre es wieder alles nur auf rechts, das ist Kacke. Na komm. Noch irgendjemand? Ja, Tolisso noch. Wen habe ich vergessen? Ja? Wer ist denn zu viel? Bin ich doof? Bender, Schmelzer, Iniesta als Wechsel, Brandt, Arangis, Tolisso, Kramaric, Ginter. Ach, nee, Quatsch, passt der andere. Oh, ich bin so blöd. Ja, wen nehmen wir denn jetzt raus für Khedira? De Rossi oder Strootmann? Ich tendiere ehrlich gesagt zu De Rossi rausnehmen und Strootmann drin lassen. Da gefällt mir eigentlich ein Tick besser. So, 55 Spiele, 2 Tore, 2 Vorlagen. 25 Spiele, 3 Tore. Noch keine Vorlage. Aber insgesamt aber halt weniger Spiele und ja, ich glaube, dann nehme ich wirklich Strootmann. Attributdetails. Schusskraft, Fernschüsse ist er ganz gut. Sehr guten kurzen und langen Pass. Er ist ja auch ein 84er. Und Rossi nur ein 83er. Okay, Pass ist auch nicht ganz so gut. Und was sind mit den Werten direkt auf der Karte? Strootmann tickt langsamer, besseren Schuss, besseren, deutlich besseren Pass. Besseres Dribbling, schlechtere Defense. Ja, ich werde Rossi rausnehmen.
Da habe ich richtig Bock drauf auf Kedira, muss ich zugeben. Den wollte ich so oder so spielen. Ah, da ist glaube ich noch ein ZM. Ach, verdammt nochmal. Ich hoffe, ich habe die Wechsel. Ah ja, ich glaube, ich habe sie gekauft. Hä? Hatte ich nicht eine ZM zu ZDM-Karte noch gekauft? Chemistry Style bekommt natürlich Shadow, was sonst? Ich hatte schon Bock auf den normalen Kedira, aber der Plus 1 Scream of the Week Kedira ist da natürlich nochmal extra geil und man bekommt halt einen Boost, sobald dann Halloween ist. Den haben wir jetzt noch nicht, aber egal. Das heißt, wir müssen uns jetzt mal noch schnell eine ZM zu ZDM-Karte holen. Die ist aber, glaube ich, relativ billig. Ich hätte sie echt teurer eingeschätzt. Glaube, 600 oder so kostet die. Ja, krass, sogar noch billiger. Wenn ich nicht gerade Geldnot hätte, dann würde ich mir die häufiger kaufen. Also jetzt, weil die halt noch recht billig ist. Wobei, ich glaube, ich kann sie mir zumindest zweimal holen. Für 500, da macht man echt nichts verkehrt. Die wird bestimmt nochmal steigen. Ich finde es echt so krass, wie viel mehr Transfers unterwegs sind. Immer noch 500.000 oder so jetzt zur Zeit. Knapp 500.000, das ist echt, das ist der Wahnsinn. Wie gesagt, das Höchste, was ich letztes Jahr gesehen habe, war glaube ich 350 oder 370.000. Das war halt zur Hochzeit, zu irgendwas, keine Ahnung, wo halt mega viele Packs aufgemacht wurden, Team of the Season oder so. Sonst halt 250 oder so. Also das ist momentan halt doppelt so viel, das ist echt krass. Das ist geil natürlich. Das freut mich, dass mehr Leute auf dem PC spielen. Ah, Wochenaufgabe ist immer sehr gut, weil da gibt's mehr Kohle. 1,6, haben wir schon 19.000, aber wir brauchen so ungefähr mindestens 25.000, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. So, jetzt gucken wir kurz das Video an, muss mein Sound einstellen. Ich brauche Musik. This Halloween. This is mayhem here. I've never seen anything quite like it. Who will you find in your ultimate scream pack? Get them now. Get you. Okay, das Video war erstmal ganz cool gemacht, aber ich habe meinen Sound immer noch nicht gefixt. Wir müssen es normal einschalten. Komm jetzt. Oh, ich glaube, jetzt geht's. This darkness falls and the full moon rises. Strange forces are at work. Wieso ist denn die Synchronisation, also wieso ist denn der deutsche Text unten drunter erst zu spät angefangen? Die ersten Worte wurden gar nicht übersetzt. So, jetzt bin ich soweit, jetzt bin ich soweit, Freunde. Jetzt können wir endlich mal zocken hier, wird aber auch Zeit. Bin noch ein bisschen müde, ich überlege, ich mache mir dann vielleicht mal noch einen schönen schwarzen Tee. Weil ich bin noch rechtzeitig aufgestanden. Damit ich auch das ein oder andere Spiel spielen kann, da ich später dann wieder keine Zeit habe. Morgen Samstag weiß ich noch nicht, da bin ich wahrscheinlich auch unterwegs, aber ich sollte dann zumindest, auch wenn wir am Sonntag vielleicht wieder viele Spiele haben, sollte es dann so sein, dass ich zumindest am Sonntag den ganzen Sonntag mehr oder weniger Zeit habe und es dann dementsprechend nicht so gehetzt ist. Ich meine, ich habe letzte Woche Sonntag habe ich 18 oder 17 Spiele gehabt, 23 Uhr. Das war ein bisschen heftig. Also, selbst wenn wir jetzt auch wieder 20 Spiele sonntags haben, werde ich halt definitiv schon nachmittags mit Spielen anfangen können. Da kann ich es dann also besser verteilen. So, wo packen wir Kedira hin? Er ist Rechtsfuß, schwacher Fuß, 4 Sterne, sehr schön. Er ist, glaube ich, Linksfuß. Genau, schwacher Fuß, 3 Sterne. Ja, dann lassen wir das genauso. Dann können die nämlich mit ihrem starken Fuß jeweils ins lange Eck abschließen. So, Konzentration. Wir haben Zeit, wir haben keinen Stress, wir können also ganz in Ruhe spielen und konzentriert spielen. Bin zwar etwas müde, aber egal. Okay, er hat einen Scream of the Week und ansonsten fast nur Once-to-Watch-Spieler. Das Schöne ist, es ist glaube ich nur einer davon geupgradet. Ich glaube nur von links, Morata war das glaube ich, ist geupgradet. Alle anderen sind glaube ich normale Versionen
Also nicht geupgradet. Aber trotzdem, das ist so teuer, das ganze Team aus Once to Watch zu bauen. Verstehe ich nicht. Da kann er doch lieber in Informed investieren. So, jetzt konzentrieren. Oder er drückt halt Pause und wir können nicht anfangen zu spielen. Ich habe gerade in dem Moment, als er Pause gedrückt hat, genau in dem Moment habe ich auf Passen gedrückt. Er hat Paris Saint-Germain Stadion. Das sieht irgendwie jetzt nicht so geil aus, muss ich zugeben. Aus der Perspektive sieht eigentlich sogar ziemlich scheiße aus, wenn ich ehrlich bin. Paris ist magisch, steht da hinten dran. Also ich kann zwar kein Französisch, aber das sollte sich ausschließen. Da, ich hab's gesagt. Er war sogar schon eingegeben. Also der hatte sogar schon die Eingabe angenommen, dass ich gepasst habe. Deswegen hat er es jetzt auch direkt gemacht. So, schön auf El-Sharawi. Sanchez. Sehr gut. So, wir passen mal hier auf. Oh, das ist Khedira. Ist Khedira Kopfballstark? Ich weiß gerade gar nicht. Aber schön mit Musacho gemacht. Das hat er schlecht verteidigt. Wer hat das wieder gut verteidigt? Ich dachte, er lässt sich von meinem Dribbling beeinflussen, aber ich glaube, er spielt total straightforward, was die Antizipation angeht. Das muss ich mir merken. Leider mit Benatia total in den Spieler reingedreht. Schlechter Pass, sehr gut. Ja, rennt ziemlich aggressiv bisher drauf. Auch da wieder. Ah, da wurde ich leider behindert bei der Passabgabe. Oh nein! Die Schusstäuschung war gut. Ich habe echt gedacht, krass, das macht er gerade richtig gut. Und dann scheinbar kann er nur dribbeln, dann haut er halt so einen schlechten Pass raus. Wahnsinn. Okay, Khedira direkt im ersten Spiel mit seinem Tor. War natürlich leichtes Lackertor. Schade, dass er nicht den ersten Schuss schon gemacht hat. Aber egal. Er kriegt den Ball dann nochmal und dann macht er ihn ins lange Eck rein. Sehr gut. So, jetzt auf Defensiv und konzentrieren. Gegner hat bisher krasse Fehler gezeigt im Aufbauspiel. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Echt eine krasse Mannschaft mit Lacazette. Oh, scheiße. Ja, ich hätte vorher Lacazette besser verteidigen müssen. Ärgerlich. War definitiv besser verteidigbar. Geil! Khedira Doppelpack, was geht ab, Jungs? Sehr krass. Schön gespielt, dann nochmal mit dem engen Dribbling da den Gegner ins Leere laufen lassen. Und dann hat Khedira hier den Abschluss, um ihn ins lange Eck zu schießen. Das nicht flach, sondern normal. Doppelpack Khedira im ersten Spiel, das kann sich mal sehen lassen. Gehen wir wieder auf Defensiv und jetzt verteidigen wir bitte besser. Wir müssen auf sein Dribbling aufpassen. Das ist deutlich, also wir müssen verhindern, dass er dribbelt, weil seine Pässe kommen deutlich schlechter als seine Dribblings und Tricks, wie man sieht. Sehr schön mit Khedira gemacht. Also logischerweise gefällt mir Khedira direkt mal richtig gut. Ich meine, wer zwei Tore im Eröffnungsspiel macht, das sollte klar sein. Schönes Foul. Schade. Gut antizipiert.
Oh, eigentlich auch wieder gut antizipiert. Dann war auch jemand anderes da. Ich sag ja, seine Pässe sind richtig scheiße im Vergleich zu seinen Dribblings. Sollte sich vielleicht mehr aufs Dribbeln konzentrieren. Oh Gott, dafür war das richtig, richtig mies gedribbelt von mir. Oh mein Gott, war das schlecht. Jetzt Job, Schusstäuschung. Ich sag ja, Dribblings sind leider gefährlich von ihm. Also diesmal haben wir es ganz gut gemacht, haben dem Gegner nicht die Möglichkeit gegeben, sich irgendwie in die Mitte zu dribbeln oder so. Auf den wollte ich nicht passen, habe ich meiner Meinung nach auch nicht hingezielt, also nicht mal ansatzweise. Wenn jetzt ein Tor fällt, drehe ich durch. Fällt zum Glück keins. Oh, er macht ein schlechtes, falsches Tackling, aber das Tackling genau in die Richtung, wo ich meine Schussdeutung mache. Das war richtig krasses Glück gerade. Scheiße. Zum Glück, den Pass war so von ihm nicht geplant, hat er den richtig verkackt. Ich sage ja, Pässe. Gefällt mir trotzdem, wir brauchen noch mindestens zwei Tore. Diese scheiß Dribblings. Das macht er leider viel zu gut. Oh, sehr gut. Wichtig vor allem. Sehr schön. Die Idee mit der Flanke war ganz gut, aber die Flanke kam halt total kacke. Oh, wenn der Pass kommt, Felipe war komplett frei. Wenn der Pass auf Icardi kommt, stecke ich auch Felipe durch und es ist kein sicheres Tor, aber dann sind wir schon mal geil durch mit Felipe. Scheiße, Mann, schade. Dreimal geschossen, zwei Tore, nice. Gegner hat dreimal geschossen, nur ein Tor, das ist ganz okay, aber das Tor hätten wir verteidigen können. Sehr gut, mit Strootmann. Stellungsfehler, der leider nicht bestraft wird. Kedira, 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 da macht echt Spaß. Oh, genau das will ich zudecken. Das klappt leider nicht. Aber dafür stellen wir uns gut mit Benatia hin. Schlechte Ballannahme. Oh nein, jetzt macht er natürlich kurz und geht in seine scheiß Dribblings rein. Sehr gut. Vielleicht mal ein kleiner Konter. Kleiner Konter. Icardi blockt ihn da schön. Ich wollte auch auf dem zweiten Pfosten auf Felipe flanken, aber leider war er dann doch nicht mehr so frei, wie ich gehofft hatte. Oh, sehr gut von Musacho. Macht er auch selber, habe ich nicht gemacht. Geht auch teilweise ziemlich schwach auf den Ballführer drauf. Jetzt hat er es wieder gut gemacht. Und ich habe einfach zu spät reagiert. Sollte ein normaler Pass werden, dann macht leider einen Laufpass draus.
Oh, was für eigentlich für ein geiler Pass oder für eine geile. Ach, es war abseits. Okay, schade. Darf nicht passieren, solche billigen Ballverluste. Hulam ist da. Darf nicht passieren, solche billigen Ballverluste. Scheiße! Icardi! Ich habe auch nicht auf Flachschießen gedrückt, ich habe immer auf Schießen gedrückt. Oh, der ist so krass drauf. Ich bin echt gespannt. Ich habe mit Werner, glaube ich, ein Spiel bisher gemacht. Oder ein Tor geschossen. Ich bin echt gespannt, wie Werner sich. Also, der kann nicht so gut sein wie Icardi. Das geht nicht. Also, Werner muss einfach mit seiner Pace auftrumpfen. Was die Abschlüsse angeht, ist Icardi einfach so krass. Das gibt's gar nicht. 3-1. Ich denke, es war auf der Decke. Das müsste ja auch schon recht spät im Spiel sein, oder? Kein Flügelwechsel. Kein Flügelwechsel. Ich bin einfach nur auf sehr defensiv. 70. Also, ich hoffe mal, dass da jetzt nichts mehr anbrennt. Wenn er den rübergelegt kriegt, ne, in der Mitte Brozovic komplett frei, vielleicht muss ich ihn flanken, aber das sah eigentlich so aus, wenn er den rüberpassen könnte. Komm! Sehr gut. Ich meine, wenn er jetzt das 3-2 fressen, das wäre schon noch mal ein bisschen Zeit für den Gegner. Und Alu, schade, schade, schade. Ich meine, 4-1 wäre natürlich zu 100% der Genickbruch gewesen. Ich denke, auch jetzt brennt nichts mehr an, aber wir haben dann auch besser verteidigt in der zweiten Hälfte als in der ersten. Oder der Gegner hat nicht mehr so gut angegriffen, also kann auch beides sein. Abseits. Oh, Gegner keinen Bock mehr, nice. Ah ja, mir fällt gerade ein, ich habe einen neuen Router. Ich hoffe mal, dass mit dem neuen Router es jetzt besser funktioniert, den 24-Stunden-Disconnect einzustellen. Ich habe ihn zwischen 7 und 8 Uhr morgens eingestellt. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert oder ob er wieder irgendwann mittendrin mal kommt. Tore, einmal Icardi, zweimal Khedira, Vorlagen Icardi, Brozovic, Felipe Anderson, okay. Krasse Einstand, also Khedira hat sich auch defensiv super gut angefühlt. Da freue ich mich auf jeden Fall schon, dass ich den hab. Und jetzt machen wir noch ein Spiel mit der Bundesliga. Oder wie lange war, ich weiß gar nicht, wie lange Kramaric verletzt war, aber anscheinend nur ein Spiel, sehr gut. Ja, Werner, mal gucken, was Werner so zeigt. Achso, wie viel Kohle haben wir denn? 20.000, das heißt, der Spieler wurde nicht verkauft, den ich verkaufen wollte. Und zwar Wagner. Den werden wir aber direkt nochmal draufstellen auf die Liste. Den Spieler, den ich kaufen will, ist Scream of the Week Lars Bender und will damit meinen normalen Lars Bender ersetzen. Ich will nur mal gucken, was er gerade wert ist. Hat immer so zwischen 25.000 und 27.000 gekostet. So, mir fällt gerade ein, ich muss mein Handy laut lassen, weil es könnte sein, dass ich einen Anruf bekomme, der wichtig ist. Ja, natürlich den normalen Lars Bender, das ist ja schlau. Okay, ja, 26.000 gerade. Dann stellen wir nochmal schnell Wagner drauf. Wo ist er denn? Da. 16,5, ich meine, ich habe ihn für 12,5 gekauft, immer noch gewinnen, aber wieso ging der nicht weg? 18.000. 17,75. 16,75. 16,5.
Na gut, ich mache einfach 1000 weniger. Ich will ihn halt loswerden. Ich brauche halt einfach jetzt die Kohle. Und er hat auch nur noch einen Vertrag. Deswegen, ich hoffe einfach mal, dass er jetzt für 15 5 gekauft wird in der nächsten Stunde, damit ich mir Lars holen kann. Weil es ist nicht so, dass Lars sich dann spielen lassen wird wie Wagner, wie Khedira. Aber der normale Lars Bender gefällt mir schon gut. Und wenn er dann auch ein +1 Upgrade hat, dann ich gebe ihm wieder den gleichen Chemistry-Style. Ach so, gebe ich ihm Anchor oder gebe ich ihm Shadow? Ha! Da habe ich noch gar nicht geguckt, weil ihm habe ich hier Enker gegeben. Aber ich glaube, ich habe ihm nur Enker gegeben, weil es billiger ist als Shadow, oder? Eigentlich sollte doch Shadow besser sein. Also mein Plan ist eigentlich. Ach, und er hat auch nur noch einen Vertrag. Na toll. Da wäre es geil, wenn ich ihn jetzt gehabt hätte, den anderen, aber egal. Und ich sehe gerade, dass Fährmann mal Fitness braucht. So. Ja, also eigentlich will ich dann. Dem guten. Aber wir haben auch gar nicht gewechselt, fällt mir gerade ein. Wir hätten mal Wechselspieler spielen können. Ja, ich will ihm eigentlich nur eine Verbrauchskarte geben, aber. Hier muss doch auch langsam bald mal ein neuer Innenverteidiger hin. Wobei Musacho es sich halt echt ultra geil spielen lässt, ne? Aber trotzdem denke ich, wird nicht mehr lange dauern und dann kommt hier was anderes. Deswegen geben wir ihm mal nur einen kleinen Vertrag. Oh Gott, das wird wieder eine extra lange Folge. Können wir ja nur hoffen, dass der Gegner direkt abbricht. Fällt mir ein, ich habe heute noch gar kein Video-Release, muss ich noch machen. Oh, viele Spieler von Manchester City auf jeden Fall. Ansonsten aber ein sehr moderates Team. Schneller Angriffe macht bei der Hawk. Drei von seinen Verteidigern hatten Basic Champions League-Style. Okay, konzentrieren. Ich bin eigentlich ganz zufrieden gewesen mit meinem Spiel. Beim letzten habe ein, zwei sinnlose Ballverluste gehabt. Das muss ich noch abstellen. Aber ansonsten, wie gesagt, im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Und wie gesagt, ich bin gespannt, wann Werner sein erstes klares Pace-Tor schießt. Also ein Tor, wo er halt nur aufgrund seiner Pace zum Abschluss gekommen ist. Steht relativ dicht. Och nein. Oh, es wurde aber auch Zeit. Ich habe nicht damit, also erstens war der eine Pass nicht zu Brand gedacht. Und ich habe auch nicht damit gerechnet, haben wir eigentlich Brand Engine gegeben als Champions League Style oder haben wir das nur gekauft? Ja, wir haben ihn gegeben, oder? Ich habe halt nicht gedacht, dass also der Pass sollte zu Werner gehen, nicht zu Brandt. Dann habe ich auch nicht gedacht, dass er ankommt. Deswegen war ich ganz verwirrt, als ich Brandt hatte. Hat er auf Schießen gedrückt, da ging er ins Alu ran. Und dann hat er glücklicherweise Kramaric den Abpraller gemacht. Oh, wir waren quasi dran. Er spielt Jesus? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ah klar, das ist Manchester City, oder? Ich habe gar nicht gemerkt, dass Jesus da von drin steht. Sturridge und Jesus, ja, da hat er zwei schnelle Spieler auf jeden Fall. Kopfballstark ist Werner jetzt nicht unbedingt. Hat aber auch schon Kopfballtore gemacht, also jetzt nicht für mich hier, sondern im echten Leben. Ach, da ist Brand. Oh, krass, wie die sich dein Dribbling anfühlt. Mega nice. War kein Pace-Tor, diesen Doppelpass, den spiel ich auch mit Volland so. Schöner Abschluss. Ich habe auch gedacht, scheiße, du schließt gerade zu zeitig ab. Also ich hätte ja noch ein, zwei Schritte gehen können mit Werner. Geiler Pass von Arangis. Hätte ja noch ein, zwei Schritte gehen können. Schwacher Fuß übrigens, vier Sterne. War auch nicht super platziert, hätte noch ein bisschen nach links gekonnt. Aber was wollte ich sagen? Ja, ich dachte so, er war auch ein Tick zu zeitig abgeschlossen, also ich hätte noch ein, zwei Schritte gehen können. Aber ich dachte, er holt den Tor wieder raus und war leicht überhastet abgeschlossen. Aber Werner hat dann einfach einen sehr guten Abschluss gehabt und macht das Ding rein. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Tor, weil es war recht schwierig, wie gesagt, auch schwacher Fuß mit nur vier Sternen. Brand hat irgendwie die Seite gewechselt mit Kramaric, glaube ich. Warum, weiß ich nicht.
Scheiße, ein Tick zu spät mit Arangis auf Brand passen wollen. Aber jetzt die erste Situation mit Brand hat sich schon richtig geil angefühlt. Hatte Benatia doch eigentlich schon den Ball. Benatia, Toprak. War er geblockt? Naja, nee, ich war scheiße geschossen. Okay, gut. Er macht. Ja, deckt zu, ne? Ja, deckt zu. Wir werden erst bei einem 3-0 auf sehr defensiv gehen, weil ich noch so ein bisschen meine Abschlusschance wahren will. Also noch ein bisschen Spiel davon haben möchte. Hä, habe ich auf Flügelwechsel gedrückt? Was ist denn hier los? Ich meine, ich stirbe jetzt nicht ultra sehr, aber ich finde es verwirrend, dass Kramaric das auf der anderen Seite spielt. Ist aber auch nicht so schlimm. Also wie gesagt, sind beide fast beidfüßig. Schade, hätte ich... Hätte ich mich anders drehen müssen, das war eine schlechte Annahme von mir. Habe ich etwas zu einfältig den Ball angenommen. Hat auch keinen krassen Körper jetzt, also Werner hat eigentlich quasi gar keinen Körper. Hätte auch fast ein Lackertor geschossen, aber wie gesagt, hat er auch eins, von daher wäre es ausgleichende Gerechtigkeit. Das haben wir schön gemacht mit Werner. Jetzt hat er mal die. Alter! Geil, Mann! Einfach nur geil! Das war genauso geplant. Erstens, der Pass von Werner, super geil, als Stürmer so einen geilen Pass zu spielen. War ein straffer Pass. Und das Querlegen funktioniert eigentlich nicht mehr gut bei FIFA 18. Und dass Arangis dann erstens direkt schießt und ihn nicht erst annimmt und ihn dann auch so geil flaches lange Eck macht. Unglaublich. So schweres Tor, so schwerer Pass. 3-0 ist ja geil. Und vielleicht schafft es ja wirklich, dass der Gegner abbricht. Schauen wir mal. Jetzt gehe ich auch auf sehr defensiv. Ach, ich warte auf defensiv. Na, dann gehe ich. Na, dann lasse ich jetzt erstmal defensiv. Und gehe beim nächsten Tor auf sehr defensiv. Oder lass es einfach so und gehe gar nicht mehr auf sehr defensiv. Jetzt bitte kein Anschlusstreffer. Scheiße. Hat er gut gemacht. War jetzt nicht so gut für mich verteidigt. Aber ich war noch zu euphorisiert vom 3-0. Muss ich zugeben. Ich lasse aber jetzt trotzdem auf defensiv. Ach, ist das ärgerlich. Das ist bitter, ey. Das hätte nicht sein müssen. Das hätte man verteidigen können. Definitiv. Ich war einfach noch zu sehr im Jubel drin. Aber es war halt auch einfach so ein geiles Tor. Brand immer noch auf der Position. Wie lange lassen die die Flügel gewechselt? Schade. Hätte ich wahrscheinlich mit Brand alleine versuchen sollen. Macht Schmelzer gut. Das macht Toprak gut. Also, Brandt hat ein unglaubliches Dribbling, das kann ich jetzt schon mal sagen. Wirklich ein unglaubliches Dribbling. Scheiße. Och Mann. Sehr schön mit Kimmich. Es gibt auch eine Tastenkombination, mit der man den Spieler kurz ranholen kann, aber die weiß ich gerade nicht mehr, sonst hätte ich jetzt Brand kurz rangeholt. Schöner Schuss mit Werner. Hat glaube ich nicht so den krassen Distanzschuss.
Aber mit Marksman wird es auch ein bisschen geboostet. Achso, wo will ich jetzt eigentlich hinflanken? Versuch mal mehr in die Mitte zu Toprak zu flanken, das hat irgendwie besser funktioniert. Ja, zu hoch. Okay, das Gegentor ist ärgerlich, aber insgesamt, abgesehen wie gesagt von dem Gegentor, kann ich denke ich ganz zufrieden sein. 3-0 geführt, dürfen wir jetzt also auf gar keinen Fall, also das verlieren wir auch nicht, Punkt. Wir spielen gut, ich denke wir machen es auch in der Abwehr bisher ganz gut. Es waren zwei gefährliche Situationen, der einen gab es ein Tor, dem anderen zum Glück nicht. Und wir haben ja auch noch jetzt Chancen, noch mehr Tore zu schießen, also ist ja nicht so, dass wir jetzt keine Tore mehr schießen dürfen. Das war ein schwieriger Pass, krass, dass der so ankommt. Das haben wir schön angetäuscht. Oh. Wenn der Pass durchkommt, schade. Oh, das war ein sehr krasser Pass auf Sterling und Toprak. Also ich habe ja Toprak doch das ein oder andere Mal negativ betitelt, aber muss sagen, dass er mir jetzt doch in letzter Zeit sehr gut gefällt. War halt so viel Platz bei Brand. Ich dachte halt, scheiß drauf, das gewinnt er, das Kopfballduell, beziehungsweise er muss gar nicht ins Kopfballduell gehen, habe ich gedacht. Dann wird's ein Tor fressen. Toprak schon wieder. Ja, Tolisso haben wir jetzt auch drin. Haufen neue Spieler. Aber Tolisso ist mir jetzt auch gar nicht aufgefallen, muss ich zugeben. Werner, was? Wieso steht da keiner? Wir spielen doch nur auf defensiv. Selbst auch bei sehr defensiv hat man da manchmal einen Spieler stehen. Krass gehalten von Fährmann. Es war aber auch, dieser Heelchop war ein richtig, richtig, richtig guter Trick in der Situation. Hat komplett funktioniert. Ja, diesmal haben wir Werner da stehen, aber er kommt nicht den Ball. Okay, also mittlerweile wäre leider ein 3-2 verdient. Können wir froh sein, dass es nur 3-1 steht. Ich gehe jetzt doch mal auf sehr defensiv. Toller Pass. Das war geil von Tolisso. Okay, Tolisso positiv aufgefallen. Krasser Pass. Scheiß Dribbling. Oder gut verteidigt, wie man es sehen möchte. Och, danke Schmelzer, dass du so bescheuert auf den Ball rennst. Geiler Trick. Ja, das hat Schmelzer toll gemacht. Wenn wir jetzt ein Tor fressen. Also mit Ginter und Sprint als Innenverteidiger. Schöner Stellungsfehler beim Gegner. Aber wir kommen gar nicht mehr in den Angriff rein. Fällt mir überhaupt nicht. So gut wie die zweite Hälfte war, so schlecht ist jetzt die erste. So gut wie die erste Hälfte war, so schlecht ist jetzt die zweite im Endeffekt. Oh. Scheiße. Rennt auch gerne ein bisschen Aggro auf den Spieler.
Ballführer drauf, wie man sieht. Als würde er auch mehr Druck machen, weil er halt logischerweise nicht mehr so viel Zeit hat, um hier noch zwei Tore zu machen. Sollte er noch eins machen, geht auf jeden Fall auf Zeitspiel. Aber wie gesagt, mit der zweiten Hälfte kann ich auch einfach nicht zufrieden sein. Schon wieder scheiß Ballverlust. Hat der Gegner mal einen schlechten Pass gespielt. Fällt mir ein, gab es eigentlich schon mal einen Foul in dem Spiel? Ich hätte echt nicht gedacht, dass die zweite Hälfte so anders wird, ey. Wir hatten doch den Ball schon. Also, ein 3-2 wäre auf jeden Fall verdient. Abseits bitte. Oh, ich glaube, Schmelzer als Abseits aufgehoben. Will jetzt Schmelzer mir sagen, dass er scheiße ist und ich endlich Alaba kaufen soll, aber Alaba ist so teuer. Den will ich mir zurzeit auch nicht leisten. Und es gibt noch keinen Inform. Inform Schmelzer wäre, denke ich, ganz cool. Jetzt sollte eigentlich nichts mehr anbrennen, auch wenn ich mit der zweiten Hälfte natürlich trotzdem nicht zufrieden bin. Ah, das Spiel ist durch, aber zweite Hälfte scheiße. Ich weiß nicht, woran es lag, das war aber auch, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, nee, es war schon mit Eigenverschulden. Es waren dumme Pässe mit teilweise. Gegner hat aber auch ein gutes, aggressives Pressing gezeigt. Scheiß Pass von Werner. Wir waren gerade. Aber der erste Pass sollte auch schon gar nicht dahin gehen, wohin gegangen ist. Deswegen. Ja, verdient gewonnen. Ich weiß nicht so richtig. Also, so viele Chancen, wie der Gegner am Ende hatte. Muss man ja eigentlich fast sagen, in 3-3 wäre eigentlich sogar verdient, also eigentlich sogar hier das Unentschieden, aber ich hatte halt einfach die zwei Tore Vorsprung, das erste Gegentor war halt scheiße, das 3-1, vielleicht wird das Spiel dann auch anders, wenn ich mit einem 3-0 in die zweite Hälfte gehe, aber bester Mann Werner, interessant, Tore, Vorlagen, ach ja, da hat auch eine Vorlage, genau, direkt mal zwei Scorerpunkte, sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, war's das mit der Aufnahme. Ich schau mal, ob Wagner nicht verkauft wurde. Immer noch nicht. Ach Mann, ich habe ihn dann nur 1000 billiger reingestellt. Ach, was soll es? Ich kann ihn mir leisten, immer noch nicht leisten, den guten Lars. Aber der bekommt jetzt erstmal nur... einen ganz kleinen Vertrag. So... Wie gesagt, ein ganz kleiner. Ich werde auch direkt nochmal schauen, was für einen Champions League-Style ich dem Inform Lars geben möchte, aber ich glaube, es wird der Shadow sein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Paxis, tschüss.